Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Sultana. Das ist eine pakistanische und indische Küche. Heute möchte ich ein leckeres Rezept vorstellen. Frittierte Bällchen, die aus Kartoffeln, Erdnüssen und Granatapfelkernen bestehen. Dieses Rezept heute kann als eine Pakoda-Variante bezeichnet werden. Es gibt nämlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Pakodas zuzubereiten. Auf Basis von Kartoffeln oder auch Linsen. Fangen wir nun an. Ich beginne damit, 500 Gramm Kartoffeln zu kochen. Diese müssen anschließend gut ausgekühlt werden. Anschließend wird die Schale entfernt und ich habe sie dann mit der Handreibe klein gerieben. Ihr könnt das Ganze aber auch mit einem Kartoffelstampfer verarbeiten. Anschließend gebe ich hier eine grüne und eine rote, nicht scharfe Peperoni fein geschnitten hinzu. Mögt ihr es gerne schärfer, dann greift gerne zu scharfen Peperonis. Hier habe ich etwas frischen Koriander gewaschen und hinzugefügt. Mögt ihr Koriander nicht so gerne, dann sind natürlich auch alternative Kräuter möglich. Ich persönlich mag Koriander in diesem Gericht am liebsten. Geht es nun weiter mit den Gewürzen? Ich gebe hier einen gehäuften Esslöffel Fruit Chaat Masala hinzu. Weiterhin gebe ich hier einen Teelöffel Salz sowie Chiliflocken hinzu. Nach Bedarf könnt ihr Salz und Chiliflocken geringer halten oder auch mehr davon nutzen. Habt ihr aktuell nicht die Möglichkeit, ein indisches oder pakistanisches Geschäft zu besuchen, dann nutzt Salz und Chiliflocken und gebt weiterhin den Saft einer halben Zitrone hinzu. Kommen wir nun zu dem Star dieses Rezeptes, den Erdnüssen. Dieses geben diesen Pakodas einen ganz besonderen Geschmack. Ich nutze hier gesalzene Erdnüsse. Ich habe hier 3 Esslöffel verwendet. Zu den Erdnüssen möchte ich noch anmerken, dass ihr diese auch klein gehackt zu der restlichen Masse dazu geben könnt. Hier gebe ich 3 Esslöffel Granatapfelkerne hinzu und mische alles mit der Hand. An dieser Stelle ist diese gemischte Masse schon bereit zum Verzehr. Ihr könntet daraus nun kleine Bällchen formen und diese dann so essen. Heute möchte ich aber noch einen Schritt weiter gehen und das Ganze frittieren. Für das Frittieren nutze ich Kichererbsenmehl und gebe hier etwas Salz und Currypulver hinzu. Kichererbsenmehl bekommt ihr mittlerweile auch in Geschäften wie DM oder Kaufland. Nun geben wir schrittweise, bitte wirklich langsam, das Wasser zum Kichererbsenmehl hinzu. Am Ende sollten keine Klumpen in dem Mehl sichtbar sein. Und so sollte das Ganze aussehen. Ist eure Panade zu flüssig, dann könnt ihr an dieser Stelle etwas mehr Kichererbsenmehl dazu geben. Weiterhin benötigen wir etwas mehr von dem Kichererbsenmehl sowie Paniermehl. Beginnen wir nun mit dem Formen der Kugeln. Ich befeuchte meine Hände hier mit etwas Öl und nehme mir dann etwas von der Masse und beginne hier Kugeln zu formen. Meine Kugel gebe ich zunächst in das Kichererbsenmehl und wälze sie hier gründlich. So können wir sicher gehen, dass unsere Granatapfelkerne keine Flüssigkeit nach außen abgeben. Anschließend
tunke ich den Ball in unsere Kichererbsen-Wasserpanade. Und schlussendlich wird das Ganze mit Paniermehl ummantelt. Das Paniermehl gibt den Kugeln nochmal eine schöne knackige Note. Unsere erste Kugel ist hier fertig. Nun mache ich dasselbe mit meinen restlichen Kugeln. Insgesamt habe ich hier 10 Bälle formen können. Ich habe hier relativ große Bälle geformt. Formt ihr etwas kleinere Bälle, dann ergibt eure Kartoffelmasse sicherlich um die 12 bis 13 Stück. Nun frittieren wir unsere Pakoras und das Öl sollte weder so heiß sein noch so kalt. Macht hierfür gerne eine Testversion und schaut, wie eure erste Kugel wird. Ganz wichtig ist hierbei, dass ihr die Kugel in das Öl gebt und diese dann kurz frittieren lasst und nicht direkt mit dem Umrühren oder Verrühren beginnt. Das würde nämlich dazu führen, dass unsere Kugeln zerfallen und das wollen wir natürlich nicht. Nach einiger Zeit beginne ich dann mit dem Umrühren der Bälle. Wir wollen diese von außen knusprig braun haben. Verbrennen die Kartoffelhäppchen, dann ist euer Öl zu heiß. Hier gilt auch wieder Übung macht den Meister. Die knusprigen Kartoffel-Erdnusshäppchen oder Pakoras eignen sich als Vorspeise und sind gleichzeitig auch super, super lecker zum Nachmittagstee. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachfrittieren. Und hinterlasst mir gerne ein Feedback zu dem Rezept in den Kommentaren. Habt ihr weitere Rezepte, die ihr euch wünscht, dann lasst mich das auch in den Kommentaren wissen. Bis dahin, liebe Grüße, Koch mit Sultana.